Nachladen! Ziele! Easy. Alles okay? Lauf! Ich komm nach! Wenn ich an einem Tag 2 Laster voller Schützen verliere, sollte ich mit dem Job aufhören. Ah, jetzt bin ich an die Häuserrand gekommen. Spider-Man, Dämonen in der Werft. Ich werde aufgehalten. Wie sieht's bei dir aus? Nicht viel besser. Die Typen sind überall. Sie töten jemanden, wenn ich sie nicht aufhalte. Versuche abzuschließen, aber vielleicht musst du es alleine schaffen. Gehen Sie kein Risiko ein, Jeff. Keine verrückten Sachen. Wenn es so weitergeht, werden Schaulustige getötet. Ich muss näher ran. Hey Jungs, Lust auf mehr? Endstation! Was? Ich hab doch eins gedrückt. Dann noch einmal. Jetzt fährt die 3 plötzlich pünktlich. Aber nochmal Glück gehabt, doch. Als ob der Polizeiwagen den LKW wegdrängt, ne? Beim fraglichen Officer handelt es sich um Jefferson Davis. Uns wurde gesagt, er sei nur leicht verletzt und werde sich schnell vollständig erholen. Verzeihung, Miss, dürfen Sie überhaupt hier sein? Eher als du. Nach der Sache im Auktionshaus muss ich jetzt Aktuelles machen. Das heißt, ich konzentriere mich auf echte Stories wie diese. Und die Dämonen. Du weißt, je näher du ihnen kommst, desto eher wirst du zur Zielscheibe. Je näher ich komme, desto eher können wir sie stoppen. Wir? Officer Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Danke, Claudia. Das kann ich verstehen. Aber die da werden ihre Story auch ohne sie erzählen. Und sie lieben Kontroversen. Und ihr Blickwinkel? Ich habe keinen. Ich höre nur zu. Okay. Dann rein. Sie ist gut. Okay. Bin ich kaputt. Ich gehe nach Hause und schlafe etwas. Das ist ein guter Plan. Ah, komm, schnell Reise hin, ne? Können wir machen. So, aber jetzt gucken wir jetzt erstmal unsere Sachen an. Oh ja, einen Bodenschlag will ich auch haben. Oh, das hätten wir einen. Die Spider-Drohne. Oh, die neue Anzüge. Aber nicht gut. Fantastic Four, nice. Da kommen wir mal weiter. Nach Hause, ne? Verdammt. Empire Sanitation, Eddie am Apparat. Ja, hi, ich versuche ein paar Sachen zu finden, die versehentlich aus einem Container vor meinem... Containernummer? Moment. Sechs, 4, 4, 7, 6. Route 33, der Laster ist schon durch. Wenn Ihr Zeug nicht da ist, haben Sie Pech. Halt, bitte. Es ist wichtig. Wissen Sie, wo der Laster jetzt ist? Ach, mal gucken. Okay, er sollte im Parkhaus stehen. Ecke Bowery und Grant. Okay, danke, Eddie. Parkhaus, Bowery und Grant. Kein Problem. Na komm, kriegen wir hin. Auf alles andere kann ich verzichten, aber ich muss meinen Spidey-Stick finden. Kann nicht so schwer sein, einen kleinen Speicherstick in einem 30 Tonnen schweren Müllwagen zu finden. Die Forschung mehrerer Jahre ist auf dem Stick. Alles, woran ich seit der Highschool gearbeitet habe. Natürlich abgeschlossen. Die Leute könnten ja den Müll stehlen. Vielleicht ja, kann da schon rein. Oh, so hoch wollte ich doch gar nicht. Ja, eigentlich runter wollte ich auch nicht, aber egal. Wenn ich nichts kaputt mache, ist das auch kein Einbruch. Okay, kein Grund zur Panik. Vielleicht haben Sie den Müll noch nicht abgeladen. Nada. Jetzt ist Panik angesagt. Empire Sanitation, hier ist Eddie. Sorry, ist es möglich, dass der Laster gar nicht im Parkhaus steht? Klar, ist möglich. Er kann überall im Westen von Chinatown sein. Sehr gut, dann mache ich mich auf den Weg. Es ist nur eine Vermutung, aber die Jungs holen sich oft eine Pizza, bevor sie abladen. Echt? Ich werde bei den Pizzaläden nachsehen. Eine Idee, in welchem sie sein könnten? In irgendeinem kleinen Laden in der Nähe. Jerry's? Nein, zu weit nördlich. Ich meine das alte Jerry's. Oh, ach so. Nein, irgendwas mit L, glaube ich. Larry's? Ist an der East Side. Leo's. Moment, ich glaube, ich sehe die Laster. Danke, Eddie. Kein Thema. Ich hoffe, Sie finden Ihre Sachen. Es müssten einige Laster in der Nähe sein. Nein, mein Zeug ist nicht hier. Hier muss irgendwo ein anderer Laster sein. Irgendeine Hautkrankheit oder warum das abgeht? Keine Spur von meinem Müll, aber was für ein interessanter Geruch. Naja, wenn das sagt. Hoffnung. Noch immer nichts, was? Sind Sie sicher, dass Sie hier sind? Die Jungs haben wohl die Route geändert wegen der Osborne-Kundgebung. Wenn der Laster der Route 35 ihren Müll abgeholt hat, ist er vielleicht gerade an der Müllverbrennungsanlage. Müllverbrennungsanlage? Drüben bei der Manhattan Bridge. Beeilen Sie sich besser. Ja, dann beeilen wir uns mal, ne? Bevor unser Müll verbrannt wird. Die Verbrennungsanlage. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Oh oh, sieht nach Ärger aus. Genau in die Gegner rein. Ah komm, ich bin doch direkt ausgewichen hier. Ja, was macht er jetzt? Oh. Sag mal. Danke, Spider-Man. Alles okay? Ja, danke. Diese Gang hat in letzter Zeit die gesamte Nachbarschaft terrorisiert. Bis gleich, Claudia. Noch mehr herkommen. Ich werde aufpassen. Hey, kann ich ein paar persönliche Sachen raussuchen? Ja, klar, nur zu. Ich mache mich an den Schadensbericht. Da ist etwas. Ich muss die Säcke wegräumen. Hier muss er sein. Ja. Bitte sei hier, bitte sei hier. Ja. Ich hoffe, er funktioniert noch. Glück gehabt. Ist wohl noch alles da. Sieh mal einer an. Ein alter Prototyp. Sieht fantastisch aus. Warum habe ich ihn nicht fertiggestellt? Ich glaube, das könnte gehen. So, für das mal das Kabel wieder runter. Da haben wir die Netzbombe. Geschafft! Da ist der Typ, der sich für Spider-Man hält. Oh. Kaltstellen! Dem bist du nicht gewachsen. Hier kommt's.